Ja, hier ist ein Growlawolf. Ah, okay. Nee, warte mal, das ist doch nicht. Doch, da hinten. Ah, doch. Ah, guck mal, das ist sogar der Boss von denen. Das irgendwie, das sieht gefährlich aus. Wir sollten ihn nicht angreifen. Oh ja. Alles macht einfach Spaß, das Spiel. Das ist alles doch geil, ohne Witz. Oh ja. So, guck mal, wie nah der an uns dran steht. Der Wolf. Na, wir sollten. Okay, der geht wieder. Nee. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen nach hier hinten. Wir haben ja noch Platz. Geh auf den Agro. Ja. Leute, ich renne halt irgendwie dran vorbei. Hammer. Irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem ich jetzt über LAN mein Internet beziehe, also über Powerline, ist irgendwie stabiler. Ja, schon. Ja, wie machst du das jetzt? Ich habe so einen Adapter, den tust du in die Steckdose stecken und dann kannst du da ein LAN-Kabel dranhauen und dann passt es. Wie funktioniert das eigentlich über die Steckdose? Ich habe keine Ahnung. Verstanden. Weil irgendwie, du hast nur Strom angeschlossen eigentlich, oder? Frag mich nicht. Aber es ist halt kein richtiges LAN, also die Geschwindigkeit von normalem LAN ist schneller. LAN. Mhm. Okay. Jawohl, voll wenig von den Viechern hier. Die Musik ist voll motivierend, immer weiter zu spielen. Mhm. Ich freue mich irgendwie voll, wenn wir zu den Banks kommen. Ja. Weil ich finde, die Banks sind irgendwie voll die geilen Viecher. Das sind die ersten Gegner, die wirklich ein bisschen furchterregend aussehen irgendwie. Das sind die ersten Gegner, die irgendwie ein bisschen mit Liebe gemacht oder halt nur ein bisschen detaillierter. Detaillierter auch nicht, aber ein bisschen. Ich finde aber eigentlich, die Gegner sind alle relativ cool designt eigentlich. Ja, weißt du, wie viele Gegner es ja hier auch gibt, ne? Und wie jedes eigentlich anders aussieht. Vor allem, wir bekommen jetzt 3% pro Gegner und vorher haben wir nur 2 bekommen. Na, wir sind halt geil. Oh ja. Okay, ich glaube, das sollten wir nicht hingehen, oder? Den holen wir uns. Komm, den holen wir uns. Okay, ja. Oder den da. Oh, oh. Was sagt denn die Uhr? PS Vita. Halb zwei fast. Ja, passt schon. Du müsst eine Aufnahme machen, ne? Du musst sagen, wann wir wenden. Also ja, ich habe nämlich noch Bock bis 3. Ah ne, mir ist egal, wir können auf jeden Fall noch. Da geht noch was. Hm? Ganz und deine Meinung, Lan. Gehen wir den an der Klippe kurz. Jo. Hat er erst kurz ein Agro? Ja, der kommt. Stopp. Okay, ich will an deiner Stelle heilen. Ich greife mal den Agro an. Agro Berlin. Die machen immer noch so wenig Damage, Alter. Ich mach kurz den down. Und dann kümmere ich mich um den anderen. Ich muss halt den ersten Hotdog reingehauen. Alter, was war das denn jetzt? Den weggesmashed, Alter. Durch einen kritischen Treffer. Okay. Und das snackt gleich wieder dein Vogel wieder gleich wieder die Phineas. Über das Stream-Team, Alter, wir beiden dieses ranzige Chamäleon. Mhm. Wie so ein Hexler, Alter. Wir sind der Hexler. Oh mein Gott. So Minivan. Alter, der Typ steht schon ganz schön nah an uns. Die Speisekarte. Das ist so geil. Oh ja. Wie geil. Ihr habt gehört, dass einer von meinen Spielern als Fettsack bezeichnet wird. Und dann, nice, er Level up. Und dann holt er den so her. Komm her, du fette Sau, die steigst aus. Ah, oh, das ist einfach nur das legendäre, Alter. Trainer, du. Komm her, du fette Sau, die steigst aus. Skillst du eigentlich noch deine Spezialattacken durch? Spezialattacken? Ja, auf K. K? Was kann ich da skillen? Ja, du kannst auf den ersten Angriff klicken und dann kannst du da Punkte drauf verteilen. Das hat so eine Spezialattacke mit C. Ja, indem du auf den Angriff klickst, dann kannst du da auch mit dem Plus da verschiedene Punkte drauf verteilen. Und dann, ja. Halt, warte. Auf K. Ja, dann öffnet sich ein Fenster. Da Skill steht... Tree. Ja. Da sind doch in der Mitte so 3 Angriffe, okay? Ja. Und dann klickst du auf den ersten drauf und dann klickst du mit Plus, machst du da Punkte drauf, okay? Ja, ich habe 17 Punkte. Ja, dann machst du jetzt mal 3 Punkte da drauf. Ja. Ja, und dann klickst du auf okay.
Okay. Und jetzt hast du den Skill und jetzt kannst du den nächsten skillen. Ah. Den nächsten Dinger und dann, ja. Auch wieder 3 Punkte drauf? Ja. Und auf den übernächsten dann auch nochmal 3. Ja. Und dann? Und jetzt kannst du, hast du unten bei dieser, wo das S steht, okay? Dieser komische Kreis. Achso, ja. Jetzt geh mal bitte zu einem Gegner hin und drück C. Was denn was drücken? C. D. C wie Karl-Heinz Jochen. C, ja. Digga, C. Digga, ja. Du musst C drücken. Hab ich gemacht. Okay, dann warte mal. Aber das ist da unten gar nicht drin bei dem. Dann musst du die da reinziehen. Oder. Alle drei oder nur das? Ja, alle drei, ist. Alle drei. Oder geht es nicht? Doch, doch, das habe ich jetzt gerade gemacht, warte. Okay, und jetzt geh mal zum Gegner und drück C. Lol. Alter. Lol. Okay. Das sind drei Spezialattacken auf einmal dann. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das mega viel bringt, oder? Nee, es bringt erst, dass wenn du die halt richtig hochskillst. Ich meine, du hast ja nur so viele Punkte drauf gemacht, dass du halt immer die nächste Attacke noch lernen kannst. Okay. Wenn du da jetzt deine restlichen Punkte noch reinhaust, macht es schon Schaden. Soll ich das tun? Ich würde es nicht machen. Anfangs noch nicht, oder? Nein, weil du bekommst. Du behältst ja die Punkte, die du da nicht rein investierst, behältst du ja fürs komplette Spiel. Ja. Und wenn du dann Level 15 bist, hast du ja noch einen viel größeren Skilltree. Mhm. Und hat mit Spezialattacken extra nur für deine Klasse und ich will die dann eher da rein investieren. Hä? Deswegen habe ich noch keinen einzigen Skillpunkt verteilt. Weil ich dann ja mit Level 15 dann alle meine Skillpunkte auf Buffs drauf mache. Damit ich halt von Anfang an gleich hoch buffen kann. Hä? Ist nicht voll lustig. Sieht eigentlich voll behindert aus, wenn er da abgeht, Alter. Ich level up, I forgot. Ja, vorhin schon. Ich habe eine neue Waffe für dich. Oh. Was war denn? Die macht höheren Maximalschaden. Doch, als der auch noch mit dann die macht Sword. Die macht höheren geringen Schaden als unsere jetzige Waffe. Ja, warte mal ganz kurz, bevor du. Ich glaube, ich habe das gerade auch bekommen, oder? Nein, es hat mein Chamäleon aufgehoben. Achso. Weil die Waffe, die macht mindestens 29 Schaden und unsere jetzige Waffe macht 25. Genau. Deswegen macht das Sinn. Mhm. So. Das stimmt allerdings. Und damit Sinn. Schlägt man schnell. Wenn du mal kurz I drückst und über die Waffe drüber fährst, siehst du ja Angriffstempo sehr schnell. Aha. Und dein Knuckle, also dein normal, also die Waffe mit auch der sehr schnell. Mit der du ab Level 15 kämpfen wirst, wird auch sehr schnell. Oder nur schnell, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube doch nicht sehr schnell war, glaube ich, ja. Auf jeden Fall macht ein Knuckle extrem viel Schaden. Fette Sache. Und ich heil dann halt. Fette Sache, okay, dann, oder wir sind Level 10, gell? Dann. Ja, wir sind Level 10. Warte mal, Map. Muss ja mal gucken hier. Die sind jetzt Level 13, dann ist wenn die nächste Level 15, Young Fern, denkst du können. Wollen wir mal zu, ja, gehen wir zu denen. Okay. Warte mal. Wir müssen jetzt darüber dann. Wir müssen über dieses Ding da drüber, das heißt wir müssen hinten über die Brücke. Also ich kann dir aber was sagen, nein, du musst doch nicht, du kannst dich da drüber buggen, komm einfach mit. So wie ich es noch in Erinnerung habe, geht es. Du musst einfach immer springen. Warte, es hängt. Immer springen. Dann buggst zwar in die Wand rein, aber du kannst da hoch. Einfach immer springen. Ich bin oben. Na, echt jetzt? Leertaste gedrückt halten. Einfach immer W. Kommt aber wieder raus irgendwann. Ja, du kommst da nicht. Ich bin oben. So, jetzt bist du hochgebuggt. Like a boss. Okay, hier sind die Fieberen. Wo bist denn du? Ich bin hier neben dir. Ah, hey. Okay, ich würde eher nach vorne gehen zu den Kleinen. Also zu den Young. Weil die blauen Fiebern sind Fernkämpfer und die anderen beiden, also die leichten sind Nahkämpfer, die mittleren, also diese blauen sind Fernkämpfer und die ganz starken sind auch Nahkämpfer. Jo, ich folge dir. Mal gucken, ob der gut Damage macht. Geht eigentlich. Die sind doch süß. Oder? Niedlich, der ganze Goldiger. Ey, Dennis, hier war das übrigens, wo wir über das, über hier WG diskutiert haben. Ja, das war episch, Alter. Kann ich mich wirklich noch ganz genau daran erinnern? Das war hier. Ja. Haben wir als auch diese jungen Dinger, Jungfarmen, als du dann damals noch deine 10 Level-Ups gemacht hast in der Season und ich dann halt irgendwie 5%
Ja, das war eh, ist eh übel krass, wie man einfach jetzt übel. Ja, warte mal, irgendwie hier hinten sind keine mehr. Ich würde mal an der Stelle ein bisschen healen. Ich? Oh, stimmt. Übrigens, da vorne, also an der Brücke, ist ein Pinguin, wo man sich buffen kann. Ja, ich weiß, das know ich noch. Ne, gehen wir an den Arco-Pinguin hier, an den, was laber ich? An den Arco-Jungen fahren. Ne, weißt du Bescheid? Jojo. Immer schön drauf. Oh ja. Übrigens mit Level 12 oder so, weil die, guck mal, die Attacken, die wir bisher machen, wirken ja so abgehackt. Und ab einem bestimmten Level bekommt man noch eine letzte Attacken-Kombo dazu und dann ist das Ganze ein flüssiger Guss. Okay, nice. Und dann springt der halt noch einmal so hoch, wenn der schlägt. Weil das wirkt halt immer so ein bisschen abgehakt und gleich. Jetzt kannst du dich nicht mehr bewegen, du bist gestunt von denen. Hey, wir bekommen 2% von denen. Jo, ist doch geil. Geil. So. Hey Mann, das ist krass. Ich muss mal gucken, ob ich das Let's Play hier mit Magix oder mit Freemake und Movie Render. Muss ich mal gucken. Also wenn du es mit Magix renderst, dann kannst du auch einfach diese normale, weißt du nicht, also du brauchst nicht dieses. Du kannst einfach oben auf ja, einfach gleich auf Projekt, konvertieren. Projekt exportieren, oder wie heißt das nochmal? Ja, exportieren. Und dann auf Computer speichern, dann macht er nämlich das Render dann mit 3000er Bitrate. Die ist eigentlich schon relativ gut, also das ist schon okay, vor allem gerade für so ein Spiel, ganz ehrlich, da musst du nicht die mega, vielleicht, ich weiß nicht, ob du dann mit einer 3000er Bitrate, wenn ich auch die unten die ganzen Zahlen lesen kannst, mit auf 720p. Das ist ja egal. Aber ich denke eigentlich schon, und als ganz ehrlich, so mega wichtig ist das jetzt auch nicht, oder? Ja, würde ich auch sagen. So. Auf der Fresse. Und Insel da oben, war cool. Ach ja, das Projekt gefällt mir irgendwie. Ja auch. Ist mal was Neues. Sowas und auf der anderen Seite der Brücke, also zwar auf dieser Seite, wo wir jetzt außen, aber auf der anderen Seite der Brücke, das sind schon diese Big Bangs, gell? Ja.